Okay, geht los. Geht's los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neu im Schuhkarton. Es ist wieder Freitag. Ich stelle euch die Schuhe vor, die dieses Wochenende in den Handel kommen. Und ihr seht, wie letzte Woche, neben mir, der Platz ist noch frei. Hikmet hat jetzt alle Pokémon gefangen, hat seinen digitalen Detox hinter sich gebracht. Und jetzt macht er so einen kleinen Arschbombenwettbewerb bei sich im Garten. Wir fahren da später auch noch hin, wir machen noch mit, wir steigen halt nicht in der Vorrunde ein, sondern erst in den Finalrunden und starten dann rein in die Woche, wie jede Woche, mit dem Blick nach unten an die Füße. Da trage ich diese Woche den NMD City Sock C1, den ersten, der kam und tatsächlich mit diesen Glow-in-the-Dark-Elementen eigentlich bis jetzt mein liebster City Sock, muss ich tatsächlich sagen. Diese Innenfläche hier, die wir auch vom Yeezy kennen, wo dann noch diese Seriennummer aufgedruckt ist, die wird gleich auch noch mal ein bisschen Bedeutung gewinnen, da kommen wir später zu. Erstmal noch zu einer kurzen Interaktion. Letzte Woche wurde nämlich gefragt, ihr hattet doch bei neuem Schuhkarton mal dieses Ding, das Hikmet 10 Kilo abnehmen wollte und dann färbt der Simon sich die Haare silber oder grau oder in irgendeiner anderen blöden Farbe. Ja, tatsächlich haben wir euch da nicht mehr informiert, weil Hikmet hat ja, das haben wir letztes Mal schon gesagt, irgendwie 2 Kilo zu genommen und das natürlich vollkommen richtig, reine Muskelmasse, und da Hikmet jetzt den Arschbombenwettbewerb macht, wisst ihr auch genau warum. Hikmet ist in Sprungturmlaune, so sieht es nämlich aus, und damit fangen wir an mit den Schuhen, die diese Woche in den Laden kommen. Fangen an mit einem, der ist nicht eingelaufen, ganz ehrlich, er ist so groß, es ist das Grade School Modell vom 5er Jordan White Gold Metallic, der dieses Wochenende rauskommt. Nike hat nach dem 7er Alternate, der glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche kam, letzte Woche, nochmal so dieses Olympia-Thema aufgegriffen und wird es tatsächlich nächstes Wochenende nochmal machen mit einem 11er Jordan. Und dann spielen sie hier dieses Gold-Thema. Hier vorne einmal auf der Zunge vom Schuh und auf der Seite. Der Jumpman unten auf der Sohle auch in Gold. Der Schuh kommt in einem weißen Lederupper daher. Wie gesagt, olympische Anspielung ist da. Olympische Anspielung geht auch weiter. 190 Euro wird der Schuh kosten, wenn man einen normal groß produzierten Schuh hat. Die kleineren Größen entsprechend weniger. Ich finde den 5er Jordan in der cleanen Art, wie der weiße jetzt hier daherkommt, ganz schön. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, das letzte Mal, der schwarze, der kam, der Black Silver Metallic war das, glaube ich, war dann meines Wissens nach in meiner Erinnerung mit dem Nike Air Logo hinten drauf. Hier jetzt komplett Jumpman gebrandet, finde ich ein bisschen schade, könnte man wieder Nike Air mehr machen. Ist ein solides Ding, für mich kein Kauf. Sagt mal, wie es da bei euch aussieht, und dann gucken wir uns jetzt zusammen keine On-Feed-Bilder zu diesem Schuh an, denn da muss ich euch tatsächlich sagen, müsste ich mir sämtliche Zehen brechen, um euch die zeigen zu können. Um euch On-Feed-Bilder zu zeigen, habe ich aber was anderes mitgebracht. Dieser Schuh kam heute schon raus, der Nike Flyknit Racer in Bold Sequoia Colorway. Sequoia, hier diese dunklere Partie, Bold, klar erkennbar, dieses Neon-gelbliche. Flyknit Racer, ein Schuh, der in den letzten 1-2 Jahren extrem gut gelaufen ist bei Nike. Flyknit Upper, wie der Name schon sagt, und dazu eine extrem leichte Bauweise. Gerade diese Orca Colorways, Oreo Colorways und Multicolors, extrem gut gelaufen. Was ich ein bisschen schade finde, zur Einführung von dieser ganzen Flyknit-Technologie hat Nike damals ja noch einige andere Silhouetten gebracht, vor allem den Flyknit Trainer bzw. Trainer Plus. Hab ich mega gefeiert. 2012 kam der raus und ich hoffe, dass der auch ganz bald wieder mal in den Laden kommt. War für mich noch ein gutes Ticken stärker als der Racer. Wobei auch der natürlich für mich immer geht. Die Frage, ob es auch in diesem grellen Colorway geht, könnt ihr gerne beantworten, ob das für euch eine Farbe ist, die euch gefällt. Mir gefällt er tatsächlich ganz gut. Ich finde, es ist so eine Lautstärke, die ist noch vertretbar. Lässt sich sicherlich auch ganz gut kombinieren. Ich finde ihn ganz schön, ist schon im Handel seit heute zu kaufen und sieht so am Fuß aus.
Freunde, weiter geht's mit diesem, wie ich finde, wunderschönen Reebok Club C 85 von Naked in Kopenhagen. Naked in Kopenhagen, ein Sneaker-Store nur für Frauen. Natürlich gibt es auch Apparel und alles andere, aber ein Store, der wirklich nur Frauengrößen verkauft. Name des Stores hinten drauf, einmal schön in Burgund und einmal in einem satten, dunklen Grün. Der Schuh selbst hat so diese 90er-Anspielung, wie die ganze Apparel-Kollektion, die es drumherum noch gibt. Da gibt es so ein Kleid, sieht so ein bisschen aus wie so ein Tenniskleid aus den frühen 90ern. Trainingsanzug in Weiß mit grünen und burgundfarbenen Akzenten. Noch ein paar andere Klamotten, Pulli zum Beispiel. Sieht alles sehr 90er-mäßig aus, auch auf diesem Schuh. Dann noch ein bisschen edler gemacht durch die Perforierung des Leders. Finde ich, ist eine richtig schön erzählte Geschichte, die sehr stylisch ist. Über so die kleinen Akzente, über die klare Farbstruktur, die aber auch sehr, sehr, sehr 90er ist. Und ich habe das gesehen, ich war direkt wieder im Kopf auf dem Tennisplatz. Finde ich richtig gut gelungen. Nur für Mädels, kommt raus. Entsprechend werde ich euch auch mit dem Ding hier keine On-Feed-Bilder zeigen können. Finde den Preis ziemlich fair. 120 Euro kostet der Schuh. Ist auch ab heute im Handel. Und für die Mädelsfüße finde ich tatsächlich eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte geworden. Wir gucken uns noch ein paar Fotos an, wenn ich euch schon keine On-Feed-Bilder zeigen kann, von der ganzen Kollektion. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das für euch kaufen wollt oder eventuell eurer Freundin eine kleine Überraschung machen wollt mit der Reebok-Kollektion zusammen mit Naked Kopenhagen. Die Reise von Adidas einmal rund um die Welt, die Consortium World Tour, die im Januar gestartet ist und im Dezember beendet wird, geht weiter und ist um eine weitere Kollaboration mit einem Consortium-Dealer reicher geworden. Und zwar dieses Mal mit Casina aus Südkorea. Das ist ein Store in Seoul und der liegt im Bezirk Gangnam. Ihr wisst, was da Phase ist. Opern Gangnam Style. Und die haben einen Adidas Superstar bekommen, um ihn zu überarbeiten. Hikmet hat das ja auch schon erklärt, dass man sich da jetzt nicht direkt die Silhouetten aussuchen konnte. Er hätte zum Beispiel gerne den NMD designt, den jetzt Nice Kicks gemacht haben. Casina hat also den Adidas Superstar bekommen. Den Superstar selbst, finde ich, ist so ein bisschen über die letzten ein, zwei Jahre relativ oft gesehen worden und in vielen, vielen Varianten ausgestaltet worden. Jetzt in letzter Zeit vor allem eben mit einem wilden Prime-Knit-Upper oder mit verschiedenen Straps, die da drüber gezogen worden sind. Casina hat sich gesagt, nee, wir fahren das einfach mal komplett runter. Wir machen ein ganz simples Vintage-Ride-Upper. Hier hinten steht noch Soul drauf, haben die Stripes auch relativ schmal nur als Naht angedeutet und wir setzen dann als Casina ein kleines optisches Highlight und zwar hier auf der Seite. Das erinnert uns doch an irgendwas, oder? Und ich habe es eingangs in der Sendung gesagt, dieses kleine Panel, was hier auch bei dem NMD City Sock auf der Seite drauf ist, kriegt in dieser Sendung nochmal eine kleine Bedeutung, denn das kommt ja ursprünglich vom 350 Boost von Kanye West, da war das zum ersten Mal zu sehen und das hat Casina hier mit aufgebracht. Spielen also ein bisschen an die Arbeit von Kanye West an und das tatsächlich nicht nur an dieser Stelle, sondern glaubt mir, auch an dieser Stelle, das Heel Cap ist tatsächlich angelehnt an das 2005er Sample, was Kanye West für Adidas gemacht hat. Er hat einen Rod Laver Schuh designt, das war als College Dropout rauskam. Und der hatte hier hinten nämlich genauso farblich in schwarz abgesetztes Heel Cap und den Streifen nach unten. Das heißt, Casina schließt da tatsächlich sogar eine Klammer. Nämlich die von Kanye Wests aktueller Kollektion und seinen ersten Anfängen bei Adidas auf dem jetzt erscheinenden Schuh, den Casina zusammen mit Adidas für die World Tour gemacht hat. Jetzt kann man natürlich sagen so, mega boring, hallo, die haben eine eigene Silhouette bekommen, den Superstar, wirklich eine Ikone im Hause Adidas und das Einzige, was ihnen dazu einfällt, ist mit zwei Anspielungen auf Kanye West dessen Reichweite abzugreifen, denn ihr wisst es selber, wenn im Internet Yeezy, Yeezy, Yeezy getaggt wird, dann kriegt das schon mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Man könnte aber auf der anderen Seite auch sagen, man hat aus einem klassischen Schuh mit wirklich guten Materialien, mit so einem Vintage-Vibe, einen relativ simplen Schuh gemacht, den
von, keine Ahnung, von uns Sneaker-Nerds wahrscheinlich jeder mit diesem Teil als eine Yeezy-Anspielung erkennen wird, jeder andere aber einfach sagen wird, Mensch, der sieht ja schick aus. Das ist wirklich klassisch schick und das auf einem Superstar. Und das könnte man natürlich auch als äußerst positiv sehen. Ich persönlich finde den Schuh gelungen. Sagt ihr mal eure Meinung dazu. Ich finde, es ist tatsächlich sogar von all den World Tour Schuhen seit dem Equipment von Foot Patrol wieder der erste richtig starke. Das müsst ihr aber entscheiden. Der Schuh ist günstig. 150 Euro, wenn ich mich nicht irre, oder 140. Wir blenden es euch auf jeden Fall hier unten ein und zeigen euch jetzt, wie das Ding am Fuß aussieht. Das waren die Schuhe, die ich euch dieses Wochenende vorstellen konnte und wollte. Ich hoffe, es ist was für euch dabei. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da, wenn dem so ist. Und natürlich würde mich auch interessieren, welcher Schuh es dann ist, für den ihr euch dieses Wochenende entscheiden werdet. Und dann bleibt mir nur noch zwei Sachen zu sagen. Erstens, vielen Dank für 10.000 Fans auf Facebook. Da sind wir echt mega happy, dass es mittlerweile so viele Leute gibt, die Bock auf unseren Content hier bei Turnschuh TV haben. Und wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der jetzt da mit dabei ist. Und das Zweite ist, habt ihr bestimmt auch mitbekommen, Mr. Kanye West höchstpersönlich eröffnet jetzt ein paar Pop-Up-Stores weltweit. Pablo Pop-Up-Stores, das heißt, da wird es den Merch geben, den er so um sein The Life of Pablo-Album kreiert hat. Einer davon auch in Deutschland und zwar in Berlin. Seid ihr schon heiß und spart euer Geld oder doch eher nicht, lieber einen von den Schuhen holen, die dieses Wochenende neu im Schuhkarton sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Drückt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert bitte den Kanal, wenn euch der Content hier gefällt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier bei Neu im Schuhkarton bei Auftragsrat in Berlin.